Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir haben in der letzten Folge Meridias Stern gefunden und ich habe eine Quest im Morgengrauen, die besagt, dass ich Meridias Stern zum Berg Kilkriat zurückbringen soll. Und das werden wir in dieser Folge mal in Angriff nehmen. Das ist hier oben bei Einsamkeit. Ja, dann gehen wir doch mal zu Cutlers Hof. Und wollen mal schauen, ob das alles so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Ja. Gut, dann. Kann ich mit dir reden? Ihr wollt sicher jemanden. Ja. Nicht wirklich gut. Meine Eltern. Cutler. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber... Gib mir das jetzt mal ein bisschen. Ich will nicht mehr draus... Meine Eltern... Cutler hat gesagt, ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber... Okay. Könnte das ich will kind nicht mehr draußen bei den Pferden schlafen. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben. Also, nicht wenn, das hier. Wenn ich ein Haus habe, dann könnte ich dich vielleicht adoptieren. Also ein Haus hier in Einsamkeit. Muss ich gucken. Was ist hier los? Drache. Okay. Komm her. Mach ich fertig. Wo bist du? Da oben. Ich helfe euch. Leute. Das Drachenblut. Oh, wie weit weg ist er denn? Hey! Fuß! Komm her! Bleib doch mal stehen! Genau, sterbt, elender Drache! Oh, in der Zwischenzeit, wo der nicht gelandet ist. Soll ich nur mal vor. Ein Ei. Oh, da bist du ja wieder. Ah! Loser! Kaiserlicher Bogen des Frosts. Was hast du dabei? Susan. Komm, ich will die Seele. Von dir in mir aufnehmen. Los! Willkommen im bescheidenen Lager der Kassi. Da weiß ich auch nicht, wo der herkam. Aber hier liegt nirgendwo eine tote Wache. Also weiß nicht, was ich sagen soll. Ein Kampf ohne Verluste. Wie dem auch sei, mich interessiert das nicht. Oh. Ist das das vielleicht da hinten, wo wir hin müssen? Das sieht so sehr verdächtig aus. Ich bin mir fast sicher, dass das unser Ziel ist. Vorne. Oh, müssen wir da wieder einen Berg erklimmen? Oder finden wir vielleicht einen Weg, der uns das leichter macht? Ich hoffe es. Ja, ich bin ein Zutatengeier, ich weiß es. Ja. Tatsächlich dieser Berg. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch einen Weg finden, wie wir da hochkommen. Hier muss es ja irgendwo gleich nach rechts gehen. Ich glaube hier vorne. Könnte das sein? Warum sollte sonst dort ein Schild stehen? Ah. Wer bist du denn? Ich bin auf dem Weg nach Einsamkeit, um in die Armee einzutreten. Ja, mach. Ein vereinigtes Kaiserreich ist das Beste für uns alle. Ja, ja. Was hat der kaiserlichen Armee bei? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin so eher der Sturmmann-Typ hier. Ah,
Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Bringt mir meinen Stern zurück, sodass ich euch zu eurem Schicksal führen kann. Ich fliege! Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Was ist das denn? Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Wenn ihr das möchtet, Herrin. Ich mache es. Ich frage da gar nicht weiter nach. Ich glaube, Dedra sollte man nicht so viel hinterfragen. Natürlich. Ich habe es befohlen. Jetzt gilt. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel und er hört auf meinen Befehl. Kann ihr laufen? Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel, dann werden seine Türen sich öffnen. Okay. Leite Merias Licht durch den Tempel. Wo ist denn? Ach, das ist direkt hier. Ah. Bin ich jetzt hell erleuchtet oder was? Tempel von Kilkreath. Verweste Leiche. Oh, die hat schön viel Gold dabei. Ja, die ist wirklich verwest. Noch eine. Gold dabei. Na, dann nehmen wir doch mal den Bogen raus. Wer weiß, was uns hier gleich noch erwartet. Bestimmt nichts Gutes. Sieht mir aus wie ein Draugerverlies. Wo ich mir aber fast sicher bin, dass hier keine Drauger mehr zu Hause sind, sondern Viridia. Viridia schon sagte, die Totenbeschwörer mittlerweile zu Hause sind. Da will ich rein. Komm ich da rein? Gibt's hier überall Leiter, die haben so viel Gold dabei. Mensch, das ist Kinders. Schon. Sehr gut. Ah! Damit. Ist hier eine Pfeile dran? Nein! Zwergenpfeile. Dietrich, Gold, Zaubertrank der Heilung. Super! Was ist das? Letztes altes Nordschwert. Ne, das brauche ich nicht. Okay. Gucken wir doch mal, was jetzt hier hinter der Ecke ist. Sehr. Noch
Reich zum Leben erwecken. Zum Leben erwecken werden. Die anderen Pfeile, die er dabei hatte, die krieg ich nicht wieder, oder was? Das ist schade. Naja, wie dem auch sei. Was ist hier hinter? Heute ist der Schlüssel erforderlich. Okay. Seelenstein. Geisterhafte Überreste. Oh, das war nicht mit Absicht. Urne durchsuchen, wie immer. Auf der anderen Seite keiner. Nein, gut. Ah, da gehen die Strahlen her. Hier sind nochmal geisterhafte Überreste. Meine Pfeile wiederbekommen. Sehr schön. Teilweise.
gerade so viel Gold dabei? Achso, weil die Geister wahrscheinlich die nicht plündern oder so. Jetzt hier weiter. Hier sieht es tatsächlich eher so aus, als ob es hier weitergehen würde, oder? Ah, hier muss ich sowieso noch was dafür machen, hier reinzukommen. Ja, oh, also Tür aufschließen, ah, der mich. Ja, dann vielleicht doch nicht, dass es hier weitergeht. Very nice, very nice. Eispfeile, cool. Ich finde in jeder Scheibe. Okay, Sockel aktivieren. Dahin. Ja! Au! Hier habe ich das jetzt nicht geschafft. Okay, Begriffsurne. Und eine normale Urne. Leiche, 75 Gold, Mensch, ey. Weil die Toten, die ich plündern, deswegen haben die so viel dabei, oder wie? Lass mich draußen? Ich hab nur eine Tour, bitte. Hier, erinnert dich auch so. Achso, nee, ich muss den Lichtstrahl weiterleiten. Ha, true Experte. Kein Problem für mich. Elfenschild der Magieunterdrückung. Jawollo. Stab des Zombies. Wie zur Ruhe der Zerstörung. Ja, sehr schön. Was uns jetzt hier erwartet. Also das ist eine leere Urne. Okay, alles klar. So, wo sind die ersten Toten? Da. Gleich mal nach hier. Schlüssel. Okay, das wird dann auf. Werde ich mal von oben suchen. Ich habe das Gefühl, das könnte ein bisschen leichter sein. Ah, da ist er. Tschüss. Noch einer. Da. Muss hier durch, oder? Der letzte. Ach, der schwört da oben rum.
verbessern. Jedoch könnte ich beim Schleichen was verbessern. Könnte ich. Handwaffen machen wir nicht. Was ist das? Abrollen. Brauche ich auch nicht. Gerade. So. Wollen aber. Oh, da habe ich schon reingeguckt oder so. Wollen erstmal hier die untere Etage durchsuchen. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Meisterhafte Überreste. Vor allen Dingen will ich meine Pfeile zurück. Zumindest ein Teil davon. Hier hinten dürfte es nochmal ein bisschen Gold geben. So, ein bisschen ist gut. Ordentlich Gold. Gold, Gold. Oh, jetzt habe ich den Teller aufgenommen. Den schmeißen wir mal sofort wieder raus. Teller, da, tschüss. Begräbnis. Sehr schön. Habe ich hier reingeguckt? Nein, scheinbar nicht. Aha. Das muss ich noch irgendwie aufkriegen. Mhm. Alles klar, ich habe verstanden. Wie lang geht es? Was hat der Schatten? Schatten. Wie heißt der? Korrumpierter Schatten? Was heißt denn das? Schreibt's mal in die Kommentare, korrumpiert. Oder korrupter Schatten? Weiß ich nicht, ob ich mich vielleicht verlesen habe. Nächste Leiche. Fallenauslöser, Meister. Ah, wo bist du? Falle dran. Nee. Aber nichts Dolles hier drin gewesen. Naja. Noch eine Truhe. Habe ich die schon? Nee. Die habe ich ja alle. Okay, dann geht es jetzt einfach mal weiter. Stolperdraht. Seriously. Wer ist der? Schönes, nein, aber hier die geisterhaften Überreste und zwei von meinen Stahlpfeilen. Sehr gut. Kann man nicht überspringen, wa? Gucken wir uns erstmal nach oben hier um. Verweste Leiche, 20 Gold. Und am Roten Berg. Blocken. Besser auf 16. Sehr schön. Du nur 15. Ja, ne? Sehr schön. Zwergenpfeile! Cool. Die Novizur war so besser als sehr, sehr viele höherkarätige. Egal. Dann müssen wir rüberspringen. Genau, dadurch geht die Tür hier drüben auf. Wir können weiter. Gegner. Korrumpierte Schatten. Yeah.
ich jetzt meine kompletten Teile wiederbekommen. Ich bin am überlegen, ob ich das gleich machen sollte. Wir haben ja jetzt schon ganz gut was an Geld. 6000. Ob ich möglicherweise immer mal wieder bei Händlern möglicherweise Pfeile kaufe. Ich meine, wir brauchen sie so oder so. Wir werden wahrscheinlich auch immer genug haben, aber wer weiß, wer weiß. You never know. Ich würde mir ja auch nur so Standardpfeile kaufen, nicht diese teure, was weiß ich, Zwergenpfeile. Die benutze ich sowieso nicht. Daher. Der Geist, Schatten, Döns. Wundert mich doch arg. Sockel. Das auch? Nice. Leer. Begräbnisuhren. Truhe. Hier drüben nochmal ein Ausdauertrank. Volksleute dabei. Zaubertränke. Bisschen Heilung benötigen. Hallo, Kanzler. Tschüss. Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Dämmerbrecher. Okay. Erstmal hier die Gäste auf den Überreste. Oh, 200 Gold. Oh, den habe ich aber einen Headshot verpasst. Ich werde gleich Dämmerbrecher vom Sockel nehmen, nachdem ich hier alles geplündert habe. Keine Sorge. Weil das ist meine Bezahlung. Beste Quest ever, ey. Gold, was man hier findet. Über die Dietrichen Quest kriegst du, glaube ich, kein Gold als Belohnung. Wo kommst du denn? Champion-Status als Belohnung. Aber ganz im Ernst, ist doch genial. So viel Gold, wie man hier findet. So, Begräbnisuhren. Ein Silberring nehme ich mit. Ohne leer. Okay, okay, okay.
her damit. Hämmerbrecher. Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen, auf dass mein Einfluss wachse. Ich werde diese mächtige Klinge in eurem Namen schwingen. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Perfekt. Oh oh. Okay. Ja, bitte. Sehr schön. Bleibt ihr da? Der bleibt da. Okay. Das gucken wir uns eben noch an, den guten Dämmerbrecher. Sieht interessant aus. Mal ausrüsten. Oh yeah, er sieht gut aus. Okay. Aber wir nehmen wieder den Zwergenbogen in der Hand. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr ja nichts mehr verpasst. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis dahin, ciao!